Überführte Gefangene werden jederzeit auf Infektionsanzeichen untersucht. Da. Fuck. Jetzt habe ich aus Versehen eine Potion eingeschmissen. Das wollte ich jetzt allerdings nicht. Wir sind im Geschäft. Hep. Theoretisch hätte ich einen Bolzen benutzen können. Ich hab's ja. D24 hieß es. Und A10 muss ich noch. A. Wieso ist hier niemand auf Patrouille? 10. Und jetzt D24. 24. Zack. Das läuft ja so gut, hä? Ist ja fast so leicht wie einem Baby den Lutscher zu klauen. Yep. Ja, das ist ja wie gesagt, das ist die erste Mission. Das dürfte ja sowieso relativ einfach sein. Das ist sowieso relativ easy. Easy peasy. So, A10. Aha. Ich hoffe, das ist es wert. Natürlich. Puh. Stinky, stinky. Knochenartefakt. Flinker Kämpfer. Deine gezogenen Waffen verlangsamen dich nicht. Hm. Okay. Muss ich gar nicht, dass man mit gezogenen Waffen langsamer läuft als mit ohne. Oh. Achso, du bist... Ich habe jetzt gedacht, ich hätte den irgendwie so mit der Tür erschlagen. Ach komm schon, ey. Was wollt ihr denn von mir? Mann. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt alle paar Minuten angeschrieben werde. Nein, ich reagiere nicht. Ich werde nicht reagieren. Lissy, geht's dir gut? Wach auf, Lissy. Oh, ich sag kein Wort. Moment. Wer? Gaut. Ach, wirklich. Wer sie auch geschickt hat, ich bezahle das Doppelte. Ich werde sie herausholen. Dafür schulden sie mir was. Was für ein Gefallen. Ist das wichtig? Wenn sie hier bleiben, sind sie morgen tot. Worum geht es? Nur eine Bootsfahrt. Flussaufwärts. Durch die Blockade. Dann haben sie Pech. Mein Boot, die Andin, gehört jetzt jemand anderem. Mein Stellvertreter hat mich übers Ohr gehauen. Ein Dreckskerl namens Edgar Wakefield. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Können Sie gehen? Wenn Sie mich hier rausbringen, fliege ich sogar. Ich würde Sie für Wakefields Tod bezahlen. Wäre mir ein Vergnügen. Kommen Sie. Ich hole eben meine Tiara. Ja. Achso, natürlich. Dauert. Ich glaube, ich... Ich muss sie raustragen. Auch das noch. Kanalisationseingang. Das hat mir jetzt noch gefehlt. Jemand sollte hier drüben doch patrouillieren. Die gute alte Lissy. Mit Elizabeth. Alle Zellen in Abschnitt B stehen ab sofort unter strenger Quarantäne. Aus. Abschnitt B überführte Gefangene werden jederzeit auf Infektionsanzeichen untersucht. Fuck. Fuck.
Fuck. Wow. Im Gefängnis von Coldridge gilt nach wie vor das Kriegsrecht. Wachen ist der Einsatz tödlicher Gewalt gegen unidentifizierte oder unautorisierte Personen auf dem Gelände gestattet. Ernsthaft, das war scheiße knapp. Ich will nicht runterfallen. Ich will definitiv. Nein! Verdammt, ey, ausgerechnet an der letzten Stufe verkacke ich. So eine Scheiße. Nicht mehr effektiv. Wer hätte es gedacht? Befinden Sie Häftlinge auf dem Gelände. Das Gefängnispersonal hat jede Person im verbotenen Bereich. Keine Skrupel, eigene Leute zu töten. Na, klasse. Wegen grober Dienstpflichtverletzung und des begründeten Verdachts auf Verrat verurteile ich Sie hiermit zum Tode. Bereit machen, anlegen. Ach du Scheiße. Sie haben sich geweigert, Corvo am Tag seiner Flucht in die Kanalisation zu folgen. Wegen Feigheit im Angesicht einer nationalen Krise verurteile ich Sie hiermit zum Tode. Bereit machen, anlegen. Wachoffizier Thorpe, Sie haben Corvo Antonio die Flucht ermöglicht. Und gestanden, im Gegenzug Geld und Seuchenserum erhalten zu haben. Wegen Hochverrats verurteile ich Sie hiermit zum Tode. Bereit machen, anlegen, feuern! Es ist vorbei. Sie können gehen. Der Lord Regent spricht Ihnen seinen persönlichen Dank für die Vollstreckung des Urteils aus. Es war nicht leicht, aber wir trösten uns damit, der Gerechtigkeit Genüge getan zu haben. Seien Sie versichert, wir werden Corvo fassen und ihm die gleiche Behandlung geben, oder? Dann mal zurück auf Ihren Posten. Doppelte Ration Whisky heute Abend. Ernsthaft? Wie kann man seine eigenen Leute erschießen? Meter. Jemand sollte hier drüben doch patrouillieren. Wie kann ich am besten hier so. Das schaue ich mir mal besser an. Tu das. Oh. Ich sehe dich. Das ist überhaupt nicht gut. Da ist eine Rune. Oder ein Artefakt, ist mir scheißegal. Weg hier. Oh, das war knapp. Oh, das war so knapp. Das war echt verdammt knapp. Heikle Sache, sowas. Aber es hat ja gepasst. So. Kann ich hier. Oh, 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 oh. Ich kann nicht laufen. Hilfe. Ich kann nicht laufen, verdammt. Boah, das war scheiße knapp. Das werde ich aber nicht tun. Kümmere dich um ihre Wunden. Boah. Jawohl. Sind Sie bereit, Sir? Oh, gehen wir, bitte. Bitte, ich will hier weg. Nichts wie weg. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel Uhr war. Alarm ausgelöst. Ein Rune haben wir, eine von zwei. Okay. Zack, fortsetzen.
Draper's Ward. Juhu. Dunwall verändert sich schnell. Vor 6 Monaten gingen in Draper's Ward noch die Reichen und Wohlhabenden ein und aus, um gesehen zu werden. Die Seuche hat das Viertel dahingerafft. Und jetzt kämpfen 2 Banden um die verfaulenden Überreste. Die Hutmacher und Lizzys Bande. Die Toten Aale. Lizzy Stride war der Boss der Toten Aale, bis Edgar Wakefield sie um ihren Platz betrogen hat. Und um ihr Boot. So etwas passiert in Dunwall jeden Tag. Ich verurteile ihn nicht. Ich habe schon Schlimmeres getan. Aber ich brauche das Boot. Edgar Wakefield und ich haben was zu klären. Tja, wenn das nicht mal nett war. Versteckte Rune, versunkene Kiste. Verbündeter Walfänger werfen eine Kiste mit Vorräten in der Nähe von Undine ins Wasser. Du musst tauchen und ihr Inhalt an die Oberfläche befördern. Nehme ich das versteckte Rune. Ja. Verbesserung. Schleichschuhe Nummer 2 und die Rüstung. Betäubungsbolzen haben wir Gott sei Dank keine benutzt, also da bin ich wirklich heilfroh. Mission Start! Die Nähfabrik wurde per Wasserrad betrieben, bevor der Kanal ausgetrocknet ist. Seit kurzem läuft sie wieder. Und was die Hutmacher auch dafür getan haben, die Toten Aale sind ziemlich sauer. Sie bekriegen sich. Okay. Begib dich zum Flussufer. Das Wort gehört euch nicht. Ihr wart zuerst hier. Bringt den Alten raus. Wir sind seit 8 Jahren hier. Wir werden nicht gehen. Wann kommt der Alte endlich raus und kämpft? Wir haben das für euch genäht, kleine Aale. Was ist los? Habt ihr zu viel zu nähen? Kriegt zurück in den Fluss! Ihr seid keine echte Bande! Nur ein paar... Zack! Dreckspinner! Kommt und kämpft! Oder wir müsst ihr euch erst gewarnt, Kleider nehmen? Wir waren zuerst hier! Na los, holen wir uns diesen Kerl! Eieiei! Ei, ei. Das ist ein Ende! Ich würde sagen, die Hutmacher, die verlieren hier gerade so ein bisschen. Da hinten hin. Natürlich komme ich nicht da hinten. Aber ich komme da hoch. Auch eine schöne Form. Und hier war übrigens das Fest von der lieben Mrs. Boyle, die wir am Leben gelassen haben. Nur so als kleine Nebeninfo. Das spielt, wie gesagt, alles nachdem man hier mit Corvo durchgefegt ist. Quasi. Aber nur quasi. Ich muss zur verlegten Rune. Das ist nicht gerade der beste Weg dahin. So. Habe ich da gerade eine Rune gehört? Nein, aber ich sehe einen Blitzturm. Und ich sehe eine Rune. Gucken wir mal, was haben wir da überhaupt alles bekommen? Wacher Geist. Tränke geben dir etwas mehr Mana zurück. Naja. Wir haben 2 Runen. Beweglichkeit können wir nicht aufbessern. Schade. Ich frage mich, wie hoch wir dann springen können. Oder lässt eure Mami euch nicht? Lasst euch jetzt von Trimble rumkommandieren, oder? Ein Pfleger. Er hängt an seinen Zinsen. Hutmacher! Jetzt und für immer! Oh oh. Ich schlitz euch auf wie die Wale im Schlachthaus. Vermisst ihr was, verdammt. Kleine Aale? Ich hab hier was für euch. Könnt aber ein bisschen heiß werden. Treibt sie zurück in den Fluss! Draper's Ward gehört jetzt uns! Verdammt, wieso bin ich jetzt da runtergeplumpst?
Alter, wie stark sind diese Hutmacher, bitte?